Vor heute genau 4 Wochen ist Soul Mask im Early Access erschienen. Und dass Soul Mask im Early Access ist, das darf man auf keinen Fall vergessen. Und die Entwickler bringen so alle 2 bis 3 Tage ein Update mit sehr vielen kleinen oder größeren Fixes und Änderungen für dieses Spiel. Trotzdem sieht es so aus, dass immer mehr Spieler frustriert sind und das Game verlassen. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Ich habe mal hier 3 Punkte rausgegriffen, von denen ich denke, dass sie wichtig sind, und die würde ich gerne mit euch durchgehen. Das Konzept von Soul Mask, dass dein Charakter eigentlich gar nicht dein Charakter ist, sondern dass du die Maske bist, das stört viele Spieler. Du entstellst, wie in anderen Games auch, am Anfang deinen Charakter und dann wird erwartet, dass du relativ schnell eigentlich deinen Charakter irgendwo in eine Ecke setzt und der dann einfach nichts mehr tut, sondern da irgendwie zusammengesunken sitzt. Es gibt auch den einen oder anderen Trick, wie man das vermeiden kann. An dieser Stelle als kleiner Einwurf, du kannst deinen Charakter zum Beispiel an eine Werkbank stellen und kannst dann den neben dir platzierten NPC übernehmen und dein Charakter sozusagen arbeitet dann die ganze Zeit, produziert irgendwas, steht also nicht oder sitzt also nicht dumm rum, sondern wirkt wie ein normaler NPC, der an einer Werkbank arbeitet. Das ist jetzt aber nicht wirklich befriedigend, weil eigentlich hast du dafür ja schon deine anderen NPCs und deine Arbeiter, die diese Dinge übernehmen sollen. Andere Spieler oder auch YouTuber haben schon Ideen dazu entwickelt, wie man mit diesem Dilemma umgehen könnte. Nur um ein Beispiel zu nennen, dass man zum Beispiel seinen Charakter auf einem Chieftain entsprechenden Thron sitzt, sodass er nicht in der Ecke sitzen muss. Und die Entwickler haben das Thema auch aufgegriffen, haben sogar, ich glaube, mittlerweile 2 Posts zu diesem Thema gemacht, die Differenz zwischen Charakter und Maske. Wir sind ja die Maske. Sie überlegen natürlich auch, wie sie dieses Dilemma beseitigen können. Aber bisher wissen wir noch nicht, wie das letztlich gelöst werden wird. Ich persönlich finde das im Übrigen gar nicht so schlimm. Das Konzept, dass man selber die Maske ist, ist neu, es ist etwas Innovatives, es ist etwas Besonderes, denke ich, und es macht natürlich auch den Reiz dieses Spiels aus. Nur die Integration in die Geschichte des Spiels, die ist an dieser Stelle noch nicht besonders gut gelungen. Früher oder später spielst du dann natürlich einen NPC, nur um dann zu sehen, dass er irgendwo stirbt. Und wenn du den mysteriösen Steintisch noch nicht hast, fängst du mit einem neuen NPC wieder von vorne an. Und das ist etwas, was sicherlich sehr nervig sein kann, NPCs hochzuleveln, zu verlieren, nicht wiederbeleben zu können und wieder von vorne beginnen zu müssen mit einem neuen NPC. Diesen Steintisch bekommst du eigentlich erst zu Beginn des Midgames, was meines Erachtens etwas zu spät ist. Und die Gegner in dem Dungeon, wo du diesen Steintisch bekommst, sind wirklich schwer zu knacken. Insbesondere im Singleplayer. Damit sind wir eigentlich schon beim 2. Punkt, nämlich der Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist schwer. Wenn du in die falschen Gegner reinrennst, können sie dich one-hitten. Und dabei ist es egal, ob du im Singleplayer bist oder ob du mit deinen Freunden spielst, im Multiplayer spielst. Es sind einfach Gegner, in die du hineingeraten kannst. Die schlagen einmal zu und das war's. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du das Startgebiet für dich erobert hast und du hast alles in Bronze, deine Bronze-Rüstung, deine Bronze-Waffen, auch teilweise schon die entsprechenden Mods für diese Rüstung. Der Weg zu diesem Ziel war steinig und schwer, aber du denkst, jetzt geht es richtig los. Und das nächste Ziel ist es, Eisen zu bekommen. Du gehst also in ein neues Gebiet und stellst erschreckt fest, dass Eisenrüstung noch sehr weit entfernt ist. Junge, die neuen Gegner sind noch härter als im alten Gebiet. Irgendwie haben es die Entwickler nicht geschafft, die Übergänge zwischen den Gebieten fließend zu gestalten, und spätestens hier werfen viele die Flinte ins Korn. Man muss sich nur die Errungenschaften in Steam anschauen, um zu wissen, wo die Spieler aufgeben. Die Prozentzahlen nehmen ab diesem Punkt, wo du eigentlich dann ins Midgame kommst, rapide ab. Der Punkt der Frustration
Generation ist gekommen und die Spieler geben auf. Meine Empfehlung für zumindest den Singleplayer, du kannst den Schwierigkeitsgrad für dein Spiel jederzeit hoch oder runter setzen. Und dann kommt vielleicht der Spaß am Spiel auch wieder zurück. Der dritte Punkt, der viele Spieler frustriert, die Wege sind weit. Wir haben eine sehr große Map vor uns. Das ist toll, weil diese Map viel bietet. Es ist wirklich nicht langweilig. Das kann man also auf gar keinen Fall sagen. Aber die Wege sind sehr weit. Und du kommst in ein Gebiet, das du noch nicht kennst. Wenn es dir passiert, wie vielen, stirbst du sofort und dann geht es los. Du musst losrennen, du musst deine Sachen zurückholen. Dein Reittier ist auch noch da, dein Deathpack liegt da. Vielleicht wolltest du dich eigentlich nach diesem kleinen Dungeon oder was auch immer du gemacht hast, ausloggen und bist letztlich dabei gestorben, wo du zum Beispiel den ersten Speer für das neue Gebiet befragen wolltest. Ja, jetzt musst du aber vielleicht nochmal 30 Minuten oder 20 Minuten rennen zu diesem Punkt, nur um deine Materialien und dein Reittier zurückzubekommen. Es ist nicht garantiert, dass du nicht unterwegs wieder stirbst und das Ganze wieder von vorne beginnt. Der Vorteil ist natürlich, dass es auf einer so großen Karte viel zu entdecken gibt. Der Nachteil sind ganz klar die langen Wege. Und ich muss sagen, ich kenne kein Spiel, in dem ich so viele Death Runs gemacht habe und immer noch mache täglich, wie in Soul Mask. Die Entwickler haben gestern, das war der 27.06., schon mal reagiert und haben weitere Portale hinzugefügt. Du findest jetzt ein zusätzliches Portal an jeder Pyramide und an jeder heiligen Ruine. Diese Portale werden leider auf der Karte, zumindest in Klammern noch nicht, angezeigt. Aber wenn du sie einmal entdeckt und aktiviert hast und dir vielleicht auch einen Marker gesetzt hast auf diesen Punkt, dann kannst du sie natürlich nutzen und sie erscheinen auch in der Liste der mystischen Portale. Außerdem gibt es ja noch die Portale, die du selber herstellen kannst. Die Anzahl dafür ist jetzt hochgesetzt worden auf 10. Außerdem kannst du jetzt auch ein NPC mit hindurchnehmen. Das war vorher nicht so. Das wurde also jetzt gestern angepasst. Das ist sicher eine gute Entwicklung. Was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, ist, dass ich, nachdem ich schon die ersten Portale bekommen kann, wenn ich die erste heilige Ruine gemacht habe, dann noch warten muss, bis ich den dritten Boss besiegt habe, also den Gorilla, um diese Portale überhaupt nutzen zu können. Aber gut, das ist etwas, was kennt man vielleicht auch aus anderen Spielen, zum Beispiel in Conan musst du auch relativ lange warten, bis du deine eigenen Portale nutzen kannst. Das habe ich auch nie verstanden, warum das so ist. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Möglichkeit, uns schneller bewegen zu können über die Map. Dass es jetzt mehr mystische Portale gibt, ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Mein persönliches Fazit und meine persönliche Meinung: Ich liebe dieses Spiel. Ich fühle mich positiv getriggert durch die Schwierigkeiten. Für mich sind sie auch ein Anreiz. Aber ich habe auch schon zwischendurch Frustration gespürt, wenn so gar nichts weiterging und die Entwicklung extrem langsam und schleppend vorangegangen ist. Was man sicher nicht vergessen darf, ist, dass es sich um einen Early Access handelt. Ich weiß, dass die Entwickler sehr aktiv sind und versuchen, schnell zu reagieren. Und wenn es ihnen möglich ist, Dinge so schnell wie möglich ins Spiel zu bringen, allein schon dadurch, dass sie alle 2 bis 3 Tage eben diese Updates, Hotfixes und so weiter bringen, denke ich, das ist schon ein guter und wichtiger Punkt für dieses Game. Für dieses Spiel brauchst du momentan Geduld und du brauchst viel Zeit, wenn du es spielen willst. Oder man wartet eben darauf, wenn das Spiel letztlich released wird und den Early Access verlässt. Ich bleibe auf jeden Fall dabei, weil es mir, wie gesagt, sehr viel Spaß macht. Wie ist es denn mit dir? Spielst du noch? Hast du aufgegeben? Spielst du schon etwas anderes? Schreib mir das doch in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.